Dash, wenn Sie das schon wieder sind, rufe ich die Polizei. Ja, mach das nur. So wie du sie sonst auch gerufen hast, wenn er Hausfriedensbruch begangen hat. Julia, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Wo wir schon dabei sind, wie oft hat er die Polizei gerufen, wenn du ungeladen auf seinem Boot erschienen bist? Weißt du was? Ich finde, ihr solltet euch zusammentun und mich wegen Hausfriedensbruchs verhaften lassen. Würdest du dich bitte beruhigen? Du weißt, ich bin um diese Uhrzeit nicht bei bester Laune. Eigentlich? Wo hast du gesteckt? Ich glaube, es wird euch besser gehen, wenn ihr mich wegen Vergewaltigung einsperren lasst. Also jetzt redest du wie eine Verrückte. Ah, du denkst doch sowieso, ich wäre verrückt. Das tue ich nicht. Nur weil ich sage, dass du unter diesen Umständen... Nur weil du gesagt hast, und das auch nicht zum ersten Mal ganz nebenbei, dass du dich fragst, was damals in Wirklichkeit passiert ist, als ich dir anvertraute, dass ich vergewaltigt wurde. Das sagte ich nicht. Oh doch. Wenn du mich nur einen Moment etwas erklären lassen würdest. Lass es gut sein, vergiss es. Ich habe Dash zerstört. Sein Leben ruiniert, seine beruflichen Chancen kaputt gemacht. Ich habe seinen Ruf ruiniert und alles, was er mir je angetan hat, war mich zu lieben. Wenn ich dich so reden höre, dann bin ich die wahre Vergewaltigerin. Was auch immer notwendig ist, Mick, finden Sie nur Kelly Cadfill und Robert Barr. Es hat oberste Priorität, ja? Okay, ich werde hier sein. Entschuldigung. Hast du mal eine Minute Zeit? Ja, aber wirklich nur eine Minute. Herrje, und Kelly weiß immer noch nichts von Eden. Das wird ein ziemlicher Schock für sie. Ja, also was gibt's? Ach, es ist irgendwie unwichtig verglichen mit dem, was du gerade um die Ohren hast, aber... Ich höre. Tja, Michael, also ich wollte nur fragen, ob du Lust auf einen Einkaufsbummel hast. Einkaufen? Ja, was denn nur? Neue Sachen für mich. Sachen, die meine Empfindungen besser ausdrücken. Weißt du, was ich sagen will? Naja, und weil es doch viel mit dir zu tun hat, dachte ich, wäre es schön, wenn du dabei wärst. Jetzt ist leider kein günstiger Zeitpunkt dafür. Ich habe hier zu tun. Na sicher, okay. Aber ich kann gerne noch eine Weile warten. Wie wär's in einer halben Stunde? Ich meine, ich habe meine eigene Vorstellung von Mode, aber ich weiß nicht, ob ich was aussuchen würde, was dir so richtig gefällt. Dass so eine gute Idee ist. Frauenmode ist eigentlich noch nie meine Stärke gewesen. Oh, ich verstehe. Schade. Tja, es ist einfach so, dass ich seit Ewigkeiten nicht, ich sag mal, bürgerlich schick angezogen war. Deshalb fühle ich mich auf leicht unsicherem Grund. Wenn ich das richtig sehe, hast du mehr Selbstbewusstsein, als du glaubst. Also schlag zu. Ich habe mich schon gefragt, wo ihr alle steckt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach, bevor ich es vergesse, ich mache dir das Frühstück. Rosa ist nicht da. Lassen Sie mich das machen, ja? Sie sind nicht die Köchin. Ich weiß, aber ich mache es wirklich gern. Auch wenn mir ein paar Geräte in der Küche zu kompliziert sind. Wozu brauchen Sie so viele Knöpfe? Ich sage Ihnen was. Ich werde auf Ihr Angebot zurückkommen. Im Moment habe ich keinen Hunger. Ich übrigens auch nicht. Es kommen noch andere Gelegenheiten. Ich denke, ich werde mir jetzt mal ein paar Stellenangebote ansehen. Bitte entschuldigen Sie mich. Wann beginnen Ihre Seminare? Das muss ich auch erst noch klären. Ich muss in Erfahrung bringen, wann die Einführung ist. Sie wissen schon.
Es gibt so viele Dinge zu lernen. Ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind, das gerade laufen lernt. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie Hilfe brauchen. Ich finde, ich mache ziemlich gute Fortschritte. Na schön. Wiedersehen. Wo hast du geschlafen? Wieder im Gästezimmer? Ich habe kaum ein Auge zugemacht. So wütend auf mich, dass du es nicht mehr in einem Zimmer mit mir aushältst? Ich habe dir geglaubt, dass du zu mir gesagt hast, dass du mir die Dinge verziehen hast, die vor langer Zeit passiert sind. Außer vielleicht, dass unsere Tochter ihr Leben für diese Dinge gegeben hat. Es war nicht deine Absicht, dass irgendwas von all dem geschieht, aber es sieht so aus, als ob es keinen Weg gibt, den Konsequenzen unserer Taten zu entfliehen, egal wie lange sie zurückliegen und egal wie wir heute empfinden. Willst du damit sagen, dass du es niemals schaffen wirst, mir zu vergeben? Ist es das? Ich versuche nur, nicht meine Beherrschung zu verlieren. Verstehst du das nicht? Jedes Mal, wenn ich an Eden denke. Dann sollten wir doch versuchen, einander beizustehen, meinst du nicht? Soll ich deine Sachen aus dem Schlafzimmer räumen lassen? Willst du das? Ja, ganz recht. Der Flughafen von Santa Barbara. Achten Sie mir besonders auf die Abflüge von L.A. Machen Sie sich gleich an die Arbeit. Ich bin immer noch da. Na ja, das sehe ich. Weshalb? Ich sehe dir gern bei der Arbeit zu. Statt sie selber zu erledigen? Oh, ist das ein Wink? Ja. Ist das ein Denkanstoß, Michael? Das will alles gut vorbereitet sein. Immer eins nach dem anderen. Zuerst das Image. Und dann gibt mir vielleicht auch jemand einen Job, der ein bisschen Klasse und Würde hat, weißt du? Hey, du glaubst mir wohl nicht. Also, sei nicht böse. Ich glaube schon, dass du versuchst, dein altes Leben zu vergessen. Aber ich weiß, wie schwer das sein kann. Und ich möchte nicht, dass du den Mut verlierst, wenn ein paar neue Sachen nicht gleich die Welt für dich verändern. Das weiß ich doch. Das ist mir natürlich klar. Aber was du nicht zu verstehen scheinst, Michael, ist, dass das nicht nur so eine Laune ist. Nein, das ist etwas, das beinahe schon fast von alleine passiert. Tief in mir drin, da empfinde ich beinahe wie das Mädchen, das ich vor langer Zeit mal war, bevor ich Quinn kennenlernte. Ja. Ich habe das Gefühl, als ob ich dieses Mädchen verloren hätte, als ob ich in so einer Art von Dunst gelebt hätte. Und dann kam ein großer, gut aussehender Mann daher, der seinen Verstand zu benutzen wusste. Oh, da ist das Lächeln, auf das ich gewartet habe. Na, also. Ja, in der letzten Zeit gab es nicht viel, worüber ich lachen konnte. Tut mir leid, ich wollte bei dir keine Wunden aufreißen. Ich weiß, wie nahe du ihnen stehst. Cruz und Eden und Kelly. Wenn es nur was gäbe, was ich für sie tun könnte. Komm, lass mir das. Cruz weiß, dass du für ihn da bist. Das macht schon sehr viel aus. Das zählt eine Menge. Das macht auch den Unterschied in meinem Leben aus. Das versuche ich dir die ganze Zeit zu sagen. Es ist wirklich schwer, dir Komplimente zu machen. Das geht wohl nur über Umwege. Naja, ich mag Komplimente nicht. Haben wir uns vielleicht deswegen die ganze Zeit beleidigt, bevor wir Sex hatten? Wer weiß. Pater Michael. Jetzt hören Sie mir mal zu. Es war mein Ernst, als ich sagte, ich wäre über Quinn hinweg. Da ist nichts übrig. Freut mich, weil ich aus persönlicher Erfahrung weiß, wie schwer es ist, über eine solche Besessenheit hinwegzukommen. Ja, es war ganz einfach nichts mehr da. Ich konnte über ihn hinwegkommen oder endgültig den Bach runtergehen. Aber jetzt habe ich einen echten Freund und das macht mir wirklich großen Mut. Es gibt mir das Gefühl, dass ich wieder leben will. Ich will sehen, was es sonst noch da draußen für mich gibt. Nur noch ein klein bisschen mehr Selbstachtung und die ganze Welt öffnet dir die Arme. Ja, und weißt du was? Nur um zu beweisen, wie ernst es mir ist, hör gut zu. Michael, ich verspreche hiermit feierlich, meine gesamte Garderobe zu vernichten. Modewelt, friss meinen Staub. Ich habe nichts mehr mit dir zu schaffen. Hey, warte mal, wann führst du mir die neuen Sachen vor? Oh,
ich komme später wieder her, wenn du willst. Es sei denn, du hast es dir überlegt und kommst nicht. Ich kann nicht, ehrlich nicht. Es tut mir leid. Na gut. Okay, aber eins sage ich dir, Chef. Wenn ich mir was aussuche, was dir nicht gefällt, ist es deine Schuld. Du hast es trotzdem zu tolerieren. Okay. Setze ich auch noch, dich quasi als moralische Unterstützung einzuladen. Um mir die Neuigkeit mitzuteilen. Ihr müsst begeistert gewesen sein, als Freund Tescher reinplatzte. Das ist wirklich nicht fair. Also ich fand, dass er eine sehr gute Vorstellung geboten hat mit all seinen Eroberungen als Zeugen. Willst du mir damit unterstellen, ich wäre eine seiner Eroberungen? Du weißt, dass das nicht wahr ist. Wie kannst du es nur wagen? Wie ich es wagen kann? Julia, offensichtlich hast du zu wenig geschlafen und willst deine schlechte Laune an mir auslassen. Nein, ich habe nur dein Urteilsvermögen falsch eingeschätzt. Weißt du, was ich denke? Dass du, wenn ihr das durchzieht und eine Klage wegen Vergewaltigung anstrengt, eine sehr gute Zeugin wärst. Du wirst richtig bösartig. Eigentlich glaube ich, seine effektivste Strategie wäre es, wenn er selber in den Zeugenstand treten würde, weil er so am besten in seiner unnachahmlichen Art von all den unsäglichen Grollen berichten kann, die ich an ihm begangen habe. Und wie es möglich war, als ein anständiges, unbescholtenes Sexsymbol halbwegs normal in dieser Stadt zu leben. Um Gottes Willen. Dann holt ihr die ach so ehrbare Psychiaterin in den Zeugenstand und sie wird sagen, oh, es ist völlig unmöglich für Dash solche Gewalttaten zu begehen, trotz des irren Gefasels dieser männerhassenden, durchgedrehten Julia Wayne. Was hat der Mistkerl dir angetan? Halte Abstand. Ich kann gefährlich werden. Wer sagt das? Das sagt jeder, der mir nahe steht. Meine Familie, meine Psychiaterin. Was machst du denn hier? Ich habe dich gesucht. Dein Büro hat mir dann endlich gesagt, wo du bist. Würdest du mir bitte sagen, was hier los ist? Tja, das geht nicht. Ich habe zu viel getrunken, weißt du? Und leider hatte ich noch keine Gelegenheit, in Ruhe auszuschlafen. Julia, kann ich dir helfen? Gar nicht, tut mir leid, ich kann einfach nicht klar. Wenn du mal einen Moment aufhören und mich was sagen lassen würdest. Danke, kein Bedarf. Er wird wohl dein Freund sein. Aber ihr klopft ja nicht an, richtig? Lieferung von Brennan-Antiquitäten. Was soll denn das? Eine Kanone? Ich habe nie eine Kanone bestellt. Das ist deine Bestellung von Dash Nichols. Oh Gott. Was soll ich bloß damit anfangen? Dir wird schon etwas einfallen, da bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch ertragen kann, bis ich meine Schwester mal ohrfeige. Ich danke Ihnen vielmals. Genau das hat mir noch gefehlt. Quinn? Ich habe dich etwas gefragt. Willst du aus dem Schlafzimmer ausziehen? Ich will mich jetzt nicht darüber unterhalten. Ich will nicht mit dir streiten und dir nicht wehtun. Aber es gibt nichts mehr, was ich dir geben kann. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Ich habe nur Trauer. Mehr bleibt mir nicht. Und Wut. Sehr viel Wut auf mich. Was du fühlst, ist vielleicht ein... Ja, ich habe Schuldgefühle. Und ich fühle mich verantwortlich. Und ich fühle, dass ich so nicht weitermachen kann. Aber andererseits muss es weitergehen. Weil ich noch andere Kinder habe. Und ich habe dich. Und ich brauche dich. Und ganz gleich, wie du dich im Moment fühlen magst, du brauchst mich auch. Ich weiß es nicht. Was ich brauche. Zeit, die brauche ich jetzt. Nur Zeit. Weißt du, Sissi, diese emotionale Isolation, die du suchst, ist viel schlimmer als Zorn und Wutausbrüche. Wirklich, sie ist furchtbar. Glaubst du, es wird dir jemals möglich sein, mir zu verzeihen? Willst du das überhaupt noch? Da ist ein Fehler gemacht worden.
Das hier wurde von Dash Nichols gekauft und sollte auch an ihn geliefert werden. Dein Name taucht gar nicht auf. Nur die Bootssteg-Nummer. Sie haben die 1 als 7 gelesen. Bin ich erleichtert. Ich würde gerne wissen, was er damit vorhat. Wärst du wohl so freundlich, ihm das Ding zu bringen, wenn du gleich gehst, bitte? Wenn du mir erzählst, worum es bei dieser Szene mit Julia überhaupt ging und was Denise Foxworthy damit zu tun hat. Ich bin nicht sicher, ob es Julia recht wäre, wenn ich dir davon erzähle. Ich will ihr auf keinen Fall noch mehr Gründe geben, mich zu hassen. Die Verantwortung übernehme ich, Augusta. Komm schon. Tja, ob du es glaubst oder nicht. Dash ist mal unter falschem Namen mit Dr. Foxworthy ausgegangen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das war auch meine Reaktion, als sie Julia zu sich gerufen hat, um uns die Neuigkeit mitzuteilen. Offensichtlich lief das schon eine ganze Weile so. Das ist das Abstoßendste, Unprofessionellste, was ich jemals gehört habe. Nein, Denise sagte, dass sie es eben erst von Dash erfahren hatte. Sie war völlig aufgelöst. Sie hat vorgeschlagen, dass Julia sich einen anderen Arzt sucht. So ein Blödsinn. Das muss von ihm geplant worden sein. Was für ein diabolischer Verstand. Ich habe den Mann absolut unterschätzt. Er ist noch dazu selber erschienen, um sich zu verteidigen. Er hätte es nur getan, um zu beweisen, dass er kein Vergewaltiger ist. Julia ist natürlich sofort gegangen. Das war die einzig vernünftige Reaktion. Du hättest auch gehen sollen. Ich blieb nicht als Affront gegen Julia, sondern weil ich versuchen wollte, diese Ungeheuerlichkeit zu verstehen, in die ich hineingezogen wurde. Das beweist erneut, dass du manchmal so aufgeschlossen bist, dass dir fast das Hirn ausfällt. Mason, wenn ich schon versuche, dir meine Gedanken näher zu bringen, könntest du mir wenigstens zuhören und selber sowas Ähnliches wie Aufgeschlossenheit zeigen, wenn das möglich ist. Schon gut. Erzähl weiter, Augusta. Ich habe versucht, wirklich versucht, Julia nach Kräften zu unterstützen und jeglichen Zweifel aus meinem Kopf fernzuhalten, obwohl ihre Beziehung zu Dash überaus kompliziert war und die Umstände ihrer Vergewaltigung nicht eindeutig waren. Es stand immer ihre Aussage gegen seine. Aber den Prozess hat er gewonnen. Al Capone auch. Ich will ihr nicht einen Moment unterstellen, dass sie gelogen hat. Sie glaubt, dass sie vergewaltigt worden ist. Aber Tatsache ist, dass das Leben des Mannes, den sie beschuldigt, sich seither dramatisch verändert hat. Und er verzweifelt versucht, sich reinzuwaschen. Und wenn er nicht der größte Heuchler auf der Welt ist, glaubt er an seine Unschuld eben genauso sehr wie sie an seine Schuld. Und diese Affäre mit Denise ist nichts weiter als eine einzige Posse. Seit Julia ihn zurückgewiesen hat, versucht er, sie zu zerstören. Er schreckt nicht einmal davor zurück, sich im Bett ihrer Therapeutin breit zu machen. Was treibt diesen Mann immer dazu? Na, was wohl. Er will sich an ihr rächen. Und womöglich bin ich wirklich so treulos, wie Julia glaubt. Nur eins ist sicher. Dash hat ein paar Dinge über ihr Verhältnis zu Männern angesprochen, die ein Fünkchen Wahrheit in sich bergen. Ich verstehe, aber ja, du und Dash seid Experten in Bezug auf Julia und die Wahrheit natürlich. Ich versuche herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. Du kannst ihr helfen, Augusta. Buch einfach einen Flug nach Australien und halt dich für ein paar Jahre dort auf. Sie ist nicht meine Feindin, Mason. Was hast du hier verloren? Nachricht doch gelesen, dass ich kurz weg bin. Was hast du, Liebling? Ich hätte den Flug nehmen sollen. Dann hätten wir nicht diese letzten paar Tage zusammen gehabt. Das meinst du nicht ernst? Es hätte uns diesen Moment erspart, zu wissen, dass wir abreisen müssen und dass alles vorbei ist. Und dass es nie wieder so sein wird. Niemals.
wird nie wieder so sein. Hat dir Penny nicht gesagt, ich sei weg? Ich habe ihr nicht geglaubt. Das ist heute schon das zweite Mal, dass du einfach so reinplatzt. Augusta hat mir erzählt, was passiert ist. Du musstest bestimmt nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, um ihr die neueste Theorie zu entlocken. Ich bin an ihren Theorien nicht interessiert. Ich bin überzeugt davon, dass der Mann ein kompletter Psychopath ist, Julia. Ich kann nicht begreifen, wie ein vernünftiger Mensch irgendwas von dem ernst nehmen kann, was er zu sagen hat. Augusta denkt nicht rational. Wie verraten musst du dich fühlen? Schlimmer kommt es hoffentlich nicht mehr. Ganz bestimmt nicht. Du hast mich nicht ausreden lassen. Bitte, gib mir eine Chance, mich zu erklären. Okay, warte. Entspann dich und genieß es. Ich habe noch mehr Sachen. Gut. Erstmal habe ich ein Kleid für ein Vorstellungsgespräch gesucht. Das war das Wichtigste. Sehr schön. Hier, sieh es dir an. Ich bin kein oberflächlicher Fratz. Nein, ich weiß. Es passt doch gut zu deinen Haaren. Entschuldigen Sie, Mr. Donnelly. Ein Anruf für Sie. Danke. Entschuldige bitte. Donnelly? Gute Arbeit. Ja, alles klar. Nein, lassen Sie nicht locker. Ich melde mich wieder. Was ist los? Kelly und Quinn verlassen das Land. Sie haben einen Flug nach Madrid gebucht. Dich zu verlassen ist nicht denkbar für mich. Ich dachte, für dich wäre es das auch nicht mehr. Ich wollte dich heute Morgen nicht wecken, indem ich das Telefon hier benutze. Also bin ich auf die andere Seite der Insel und habe von da den Flughafen angerufen. Ich habe hier zwei Reservierungen für den Flug nach Madrid. Wir können nach Spanien gehen und uns dort ein Schloss bauen. Oh, Quinn, du bist so süß. Dort werden wir leben und für immer und ewig glücklich sein. Wir werden eine Familie gründen. Das ist nicht nur ein Traum, das ist etwas, das wir wirklich schaffen können. Ja, solange wir bereit sind, mit dieser Lüge zu leben und ich bereit bin, den Rest meines Lebens davonzulaufen. Du hast recht. Ich wollte es als neuen Anfang ansehen, aber du siehst es als das, was es ist, nämlich eine Flucht. Ich würde es trotzdem jederzeit tun, wenn du mitkommen würdest, aber das wäre zu egoistisch. Denn ich würde immer noch gesucht werden. Und das wäre kein Leben für dich. Du brauchst deine Familie. Tja. Ich dachte, dass dein Vater uns vielleicht in Ruhe lassen würde, wenn er sieht, wie glücklich du bist, aber das würde er wohl trotzdem nicht. Er würde uns aufspüren, egal wo wir sind. Und wenn nicht, dann hätten wir es mit Julia und Craig und Flame oder sonst wem zu tun. Und ich will kein Leben führen müssen, in ständiger Furcht davor, dass die Polizei uns erkennen könnte. Wie konnte ich ernsthaft glauben, dass ich dich dem aussetzen kann? Ich weiß, dass du mir nicht wehtun wolltest oder so. Du wolltest, dass wir zusammen sind. Ja, und das werden wir auch, weil ich mit dir nach Santa Barbara gehe. Nein, das wirst du nicht. Sie verhaften dich. Quinn, wenn du in Europa untertauchen würdest, dann wäre es dort für dich viel einfacher, dein Leben ohne mich einzurichten. Liebst du mich noch? Ja, natürlich liebe ich dich, aber das ist nicht. Dann gibt es nur noch einen Weg. Es ist keine Eifersucht. Ich habe dich wirklich nicht belogen. Du wolltest mit Quinn weggehen und jetzt zu hören, dass er versucht, das Land mit Kelly zu verlassen, ist schwer zu ertragen. Das kann ich verstehen. Ja, das ist es, ja. Aber es ist nicht aus den Gründen, die du vermutest. Nicht, weil ich ihn zurückhaben will. Nein. Nur mit der Nase drauf gestoßen zu werden, das tut weh. Er hat mir nie einen Verlobungsring geschenkt. Er hat mir nie gesagt, nicht ein einziges Mal, dass er mich heiraten will. Und weggefahren ist er mit mir, nur wenn das mit irgendwelchen Geschäften zu tun hatte, wie zum Beispiel, als wir hier waren, um Roberts Geld zu stehlen. Und das eine Mal, als er mit mir eine romantische Reise machen wollte, ist er kurz vor dem Abflug abgehauen. Ach. Na gut. Ich sagte, ich würde dir eine Modenschau liefern. Würdest du gerne mehr von diesen Superkreationen sehen? Aber ja. In Ordnung, ich bin gleich wieder da. Gut.
Wir gehen beide nach Santa Barbara zurück. Wir werden sofort heiraten und dort leben als Mr. und Mrs. Barr. Ich habe keine Angst davor, ins Gefängnis zu gehen. Deswegen schlage ich das nicht vor. Ich glaube dir, aber ich habe Angst um dich. Da ist nur eins. Ich befürchte, dass du das alles nicht durchstehen wirst. Es wird ein Verfahren geben und jede Menge schmutzige Wäsche gewaschen werden. Das wird dir wehtun. Und das trifft mich weitaus mehr als jede Strafe. Aber ich glaube, dass wir es schaffen können. Sie, Craig und Julia, haben das erste Mal schon nichts gesagt. Ich denke, wir können sie davon überzeugen, ihren Mund zu halten. Naja, und Flame wird sich bestimmt nicht selbst belasten. Selbst wenn wir es schaffen können, Quinn würde immer zwischen uns stehen. Und nach allem, was du in den letzten 3 Tagen gesagt hast, glaube ich einfach nicht, dass dir ein Leben als Robert Barr genügt. Ich kann dir nicht versprechen, dass es nicht auch mal schwierige Zeiten gibt und Probleme. Aber ich glaube, es kann funktionieren und dass sie irgendwann überwunden sind. Meinst du? Was wäre, wenn wir ein Kind hätten? Das Beste, was wir hoffen könnten, wäre, dass es nie erfährt, wer sein Vater ist. Sein richtiger Vater. Und sollte es das doch erfahren, dann würde es ihn verlieren. Ich liebe dich. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Aber ich weiß nicht, wie ich in dieser Welt mit dir leben kann. Sieh mich an. Das ist die einzige Welt, die wir haben. Ich weiß nur, dass ich mit halben Lösungen aufgewartet habe, die keine Lösungen sind. Ich habe versucht, dich dazu zu überreden, dein Leben zu ruinieren. Gott sei Dank hast du nicht auf mich gehört. Geh bitte, Augusta. Das geht nur meine Schwester und mich an. Du störst hier nur, also sei so freundlich. Mason, ich muss mit Julia reden. Ich glaube nicht, dass Julia noch mehr Kostproben von deiner schwesterlichen Liebe braucht. Danke, dass du mich beschützen willst, aber vielleicht müssen wir allein sein, um das hier zu klären. Du meinst, du lässt zu, dass sie versucht, dich in Selbstzweifel zu stürzen? Tu dir das nicht an. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, das ein für alle Mal richtig zu stellen. Tut mir leid, ich weiß, dass du im Moment genug Sorgen hast. Der letzte Mensch, mit dem ich dich jetzt allein lassen möchte, ist Augusta. Versprich mir anzurufen. Ich verspreche es dir. Also, ich habe es wirklich so gemeint, als ich sagte, dass du in Bezug auf die... Ich weiß, dass du glaubst, dass Dish dich vergewaltigt hat. Aber du glaubst es nicht. All das ist sehr schwierig und auch schmerzhaft. Ich muss mich dazu zwingen, mit dir offen zu reden, um deinetwillen. Tut mir unendlich leid, dass es so schmerzhaft für dich ist. Ich weiß, du bist der einzige Mensch, der zurzeit leidensfähig ist. Und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn deine Therapeutin zu dem gleichen Schluss kommt. Nur leider habe ich keine Therapeutin mehr. Ich weiß, dass du uns beide nicht ausstehen kannst. Und dass der einzige Weg, um deine Liebe zurückzugewinnen, der ist, dir nicht zu sagen, wie ich wirklich empfinde. Ich glaube, du hast nicht die leiseste Ahnung, was deine wahren Gefühle wirklich sind. Oh nein. Ich war noch nie in einer solchen Situation und es fällt mir sehr schwer, es zu erklären. Denn ich liebe dich nämlich. Nur glaube ich, dass du und ich und eine Menge anderer Menschen auf diesem Planeten sehr subjektiv auf bestimmte Situationen reagieren und... Es ist nun einmal Tatsache, dass Dish sowohl von einem Gericht als auch von einer Ärztin auf ziemlich objektive Weise rehabilitiert worden ist. Also mach dir das Leben nicht schwerer, als es ist. Weißt du, in meinen schlimmsten Momenten mit dir, so wie jetzt gerade, setzt sich in mir die Gewissheit fest, dass du mich tatsächlich hassen musst. Und es unterschwellig seit jeher getan hast. Redest du etwa darüber mit Dr. Foxworthy in ihrem Büro? Du solltest dein Geld zurückbekommen. Wollen wir sehen, ob ich das nachvollziehen kann von deinem Standpunkt aus. Ich meine, die Beweise sprechen auf eindeutige Art und Weise für sich. Die berechnende Art, wie ich mir damals ein Baby habe machen lassen.
Ich hatte nie Probleme, bis Mason und ich anfingen, uns ineinander zu verlieben. Sexuelle Probleme, meine ich. Und dann Dash. Wir waren Kollegen, dann Freunde, dann ein Paar. Dann zog er los und kaufte mir ein Haus. Damit kam ich natürlich nicht klar, also habe ich Vergewaltigung geschrien. Und damit waren meine ganzen sexuellen Probleme gelöst. Oh, ich wünschte nur, du würdest deine eigenen Worte hören. Anstatt sie mir um die Ohren zu hauen, als würde ich dich beleidigen. Oh, und ich wünschte nur, dass du auf der Stelle mein Büro verlassen würdest. Schon unterwegs. Augusta. Es hätte schlimmer sein können. Du hättest fragen können, ob mir die kleine Nummer mit Dash gefallen hat. Ich bin im Weg, tut mir leid. Nein, Sie sind nicht im Weg. Nein, es geht mir bloß darum, dass es Ihnen hier an nichts fehlt. Das tut es nicht. Mein Zimmer ist wunderschön. Ich bin nur daran gewöhnt, dass sich das ganze Leben in der Küche abspielt. Was meinen Sie? Setzen wir uns mal zusammen und reden über Ihre Pläne für das College? Das fände ich gut. Mir ist da noch was eingefallen. Da Sie so versessen auf einen Job sind, würde es Ihnen gefallen, einige geschäftliche Dokumente für mich zu übersetzen. Ich habe nur wenig Erfahrung in geschäftlichen Dingen. Ach, das kriegen Sie schon hin. Ich plane ein Joint Venture mit einem deutschen Industriellen. Und da Sie nun mal Deutsche sind... Wie ist sein Name? Helmut Dieter. Helmut Dieter. Sie kennen den Mann? Nur vom Namen her, aber sogar in der DDR haben wir sehr viel von ihm gehört. Er ist so berühmt wie ein König oder Diktator. Ein Diktator? Dann ist das wohl nichts für Sie. Nein, aber natürlich steht auch einiges in den Zeitungen, was nicht unbedingt wahr sein muss. Naja, ich werde mich vorsehen, obwohl unsere Geschäftsbeziehungen immer top waren. Immer top? Fair. Ach. Sehen Sie, was es für Sprachprobleme geben kann. Ich helfe Ihnen gern, es wäre mir eine Ehre. Danke. Amado. Hi. Warum laufen Sie denn weg von Mr. Capul? Ich bin nicht weggelaufen, ich war nur diskret. Außerdem arbeite ich für Leute, die Capuls nicht sonderlich mögen. Es gibt so viele Intrigen hier. Ist das nicht toll? Hören Sie, ich habe mich erkundigt wegen der Vase, die Sie mir beschrieben haben. Sie kostet, flippen Sie nicht aus, $800. Och. Oh, ich glaube es einfach nicht. Das Erste, was ich in meinem neuen Zuhause mache, ist eine teure Vase zu zerbrechen. Dafür werde ich ein halbes Jahr arbeiten müssen. Nein, glaube ich nicht. Machen Sie sich keine Gedanken. Die Vase war versichert. Sie wissen, was das bedeutet? Mhm. Gut. Und $800 bedeuten den Capwells nicht halb so viel wie Ihnen oder mir. Wissen Sie, bei uns zu Hause, wenigstens so, wie es früher gewesen ist, hätte ich ungefähr ein ganzes Jahr dafür arbeiten müssen. Können Sie sich das vorstellen? Man lernt sparsam zu sein, ne? Das kann man wohl sagen. Es gibt keine Gerechtigkeit, auch nicht vor Justitia. Genommen hast du. Kelly, ich belüge mich selbst. Ich habe uns beiden was vorgemacht. Zu denken, es würde mir nichts ausmachen, ins Gefängnis zu gehen. Alles andere nur nicht das. Und du hattest recht, mich daran zu erinnern, dass ich nicht allzu glücklich darüber wäre, Tag für Tag, Robert Barrs leben zu müssen. Ich wollte dich doch nicht auf die Probe stellen. Gut, dass du es getan hast. Ich meine, es ist völlig unmöglich, Quinn davon abzuhalten, immer wieder mal aufzutauchen. So was kann man nicht ewig unterdrücken, oder? Da gibt es noch etwas, worüber wir nicht geredet haben. Wenn ich bestraft werde, dann wirst du auch bestraft wegen Beihilfe zu einem Verbrechen. Stimmt's? Wäre das nichts? Zusammen hinter Gittern? Das wäre wirklich lustig. Ich schätze, die tropische Sonne hat meinen Verstand verwirrt oder sowas. Hör auf damit. Aufhören? Hör auf damit, womit? Was immer du auch tust. Du sagst doch, dass wir uns der Realität stellen sollen und aufhören, uns was vorzulügen. Allerdings, weil das die einzige Wahl ist, die wir noch haben. Die bittere Wahrheit ist, dass wir in Zukunft unser eigenes Leben leben müssen. Und zwar getrennt voneinander.
Also können wir genauso gut gleich anfangen zu packen, oder? Packen? Aber wieso? Das Inselflugzeug geht doch nicht vor heute. Du hast recht. Deswegen habe ich kurzerhand ein Privatflugzeug gechartert, das uns zum Festland zurückbringt. Schön. Und wenn wir da sind? Was? Sagen wir Lebewohl. Und ich fliege nach Madrid. Das Angebot, das Sie mir für meine Anteile an der Oase machen, ist mehr als akzeptabel. Wenn du damit leben kannst. Ich würde gern mal nach Ostdeutschland fahren. Hat mich schon immer interessiert. Stimmt irgendwas nicht? Nein. Ich habe nur kurz gedacht, ich hätte... Was? Idens Stimme gehört. Für einen Moment hatte ich es vergessen. Ich meine, ich dachte... ich dachte daran, wie glücklich sie wäre, von diesem neuen deutschen Geschäftspartner zu hören. Ich muss immer daran denken, was ich ihr alles zu sagen hätte. Ich habe nie gewusst, wie viel ich mit ihr teile. Ich weiß. Ich ertappe mich dabei, wie ich nach ihr Ausschau halte und bin jedes Mal überrascht, wenn ich sie nicht sehe. Ich glaube, ich werde nie begreifen, dass wir Eden verloren haben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Tja. Das ist ja unglaublich. Das klingt nach Katharina. Ein neues Mädchen? Nein. Eine junge Frau aus Deutschland. Ihre Großeltern haben mir während des Krieges das Leben gerettet. Und ihr habt euch über all die Jahre geschrieben? Ich wollte schon immer was für ihre Familie tun. Die Möglichkeit war da, als die Mauer fiel. Und Katharina mich bat, sie zu unterstützen, während sie hier studiert. Der Zeitpunkt konnte kaum glücklicher gewählt sein, nicht wahr? Bist du sicher, dass du eine Fremde hier im Haus erträgst? Manche Menschen sind nie Fremde. Vom ersten Augenblick an. Katharina ist so ein Mensch. Vielleicht ist es der richtige Zeitpunkt, sie hier zu haben, wer weiß. Vielleicht kann sie uns bei der Übersetzung all dieser juristischen Dokumente helfen, die uns überschwemmen werden. Entschuldigt bitte. Michael ist hier, er möchte uns etwas sagen. Worum geht es denn? Um Kelly. Air España hat für heute Nachmittag 2 Reservierungen auf den Namen Robert Barr und Kelly Capfill nach Madrid entgegengenommen. Ich habe es gerade erfahren. Das darf nicht wahr sein. Wenigstens sind Sie noch nicht Mr. und Mrs. Barr. Kann ich glauben, dass sie das Land verlässt, ohne es uns zu sagen? Sie weiß nichts von Edens Tod. Barr wird es ihr vorenthalten haben. Nun, vorausgesetzt, ich denke, wir können getrost voraussetzen, dass bei ihm mit dem Schlimmsten zu rechnen ist, oder? Sie wird es irgendwann erfahren, wenn sie dann tausende von Meilen von ihrer Familie entfernt ist. Wir müssen die beiden finden. Gibt es Gründe, ihn festzunehmen? Oder ihn aufzuhalten? Nicht, wenn er Kelly nicht zwingt, gegen ihren Willen abzureisen. Und das scheint mir hier nicht der Fall zu sein. Vergesst das mit dem Aufhalten. Er darf zum Mond, wenn er will. Wir können Kellys Abreise verhindern, wenn wir ihr von Edens Tod erzählen. Bist du soweit? Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.